Aber wenn man als 14-jähriger Junge weg von daheim kommt in ein Internat, ist natürlich das Internatsleben das Prägendste. Das schweißt ein Team zusammen, man wird teamfähig, man wird selbstständig. Das ist eigentlich das, was mich am meisten zurückerinnert an die Gleichenberger Zeit. Das Wichtigste ist, dass wir den Gästen ein Urlaubsgefühl vermitteln. Und da haben wir den Schwerpunkt, einfach die Natur zu erleben. Das ist die grundlegende, die fundierte Grundausbildung, die man kriegt unten. Auf die kann man im täglichen Berufsleben einfach immer wieder zurückgreifen. Sei es jetzt einfach die unberührte Natur rund um Fischbach mit den Fischbacher Wäldern. Das probieren wir dann natürlich auch in der Küche wieder zu spiegeln. Die lustigsten Situationen sind natürlich immer die Nachmittage im Internat. Wenn man mit den Freunden gemeinsam was unternimmt, sei es im Freibad oder sei es einfach die Freizeit genießen. Vom Schulischen her sind für mich die Zusatzausbildung in der Praxis immer das Lustigste gewesen. Ob es Weinsommelier ist oder andere Zusatzseminare wie der Käsekenner zum Beispiel. Die Vision von unserem Haus ist, dass wir als Familie, die Familie Fasching, die Gäste aufnehmen und zusammen mit den Mitarbeitern einfach das Wohlfühlprogramm da verwirklichen können für die Gäste. Dass sie einfach das tun, was sie gern möchten. Also nichts Gekünsteltes, sondern einfach ehrlich sein, auch hinter dem Beruf stehen. Wenn man den Beruf nicht liebt, den man ausübt, dann merken das die Mitarbeiter und im Endeffekt auch die Gäste. Also man soll den Beruf, den man wählt, wirklich gut wählen und dann auch lieben, weil man lebt den Beruf.